Kontrollraum. Ist das hier der Ausgang? Ich werde vielleicht mal wieder da sein. Ist das hier die Außenwelt? Ich weiß es nicht. Wir werden es gleich erfahren. Ja, scheinbar nicht. Okay, leider nicht. Aber ich glaube, wir sind ein Stück näher. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Sorry, habe ich voll vergessen. Weil ich die zwei Folgen am Stück aufnehme. Und ich dachte mir, wenn ich jetzt das Ende erreiche, bleibt es noch in der anderen Folge. Und wenn nicht, dann nehme ich eine neue auf. Und scheinbar kommt es auf die neue. Das da unten ist die City, in der wir mal waren. Das da oben ist der Deckel. Und hier ist der Kontrollraum. Wo wir vielleicht reinkommen. Der Kontrollraum ist durch eine Art Sicherheitsprotokoll verschlossen. Es besagt, dass nur Menschen den Raum betreten dürfen. Es sagt weiter, dass ich als Mensch gelte. Hey, das ist... Dass ich nicht als Mensch gelte. Was ein blödes Sicherheitsprotokoll. Ich glaube, der Durchgang öffnet sich, wenn wir zusammenarbeiten. Ja, da wird gehackt, sage ich euch ganz wies. Wieso kann ich hier schon wieder nichts machen? Wir brauchen einen Mensch. Du bist kein Mensch, aber dich frage ich trotzdem mal. Hallo, die Stadt wurde zu deiner Sicherheit abgeriegelt. Bitte wende dich an den zertifizierten Ingenieur im Kontrollraum, wenn du irgendwelche Anliegen hast. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Die sind seelenlos. Das sind seelenlose Roboter. Wir haben wieder so einen Kollegen. Komm mal mit! Geh ich mal runter, dass ich da Y drücken kann. Okay, okay. Die Roboter sind seelenlos und arbeiten bis an ihr Lebensende. Komm da noch nicht hin. Und, scheinbar. Wieso? Was spricht denn jetzt dagegen? Hä? Also manchmal ist das Spiel auch ein bisschen lost. Die Musik hier ist so schön beruhigend, das ist entspannt voll, das ist angenehm. Komm, wir rennen jetzt mal ein Stück durch. Isel. Guten Tag! Sehr gegrüßt, Bewohner der Mauerstadt. Diese Tür ist an die Oberfläche, wird es derzeit aufgrund der Eindämmungsmaßnahmen geschlossen. Bitte wende dich an einen zertifizierten Ingenieur im Kontrollraum. Ja, das hatte ich vor, aber euer komisches Sicherheitssystem checkt nichts. Und die Spiegelungen hier sind auch nicht so gut. Glitschen manchmal. Das Imagine hier oben auf alle hinunterblicken. Es sind ja Roboter. Das ist vielleicht so eine Simulation. Wisst ihr, was ich meine? So eine... Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Warum geht das jetzt auf einmal? Ja, da wird ein bisschen kaputt gemacht. Hehe. Ah ja. Brauchen wir nicht. Hier wieder so eine Fläche ist. Das öffnet sich automatisch für uns, ja. Scheinbar schon. Das ist der Kontrollraum. Für die gesamte Stadt. Von hier aus haben sie alles kontrolliert. Und er ist leer. Ich weiß noch, wie sehr ich sie gehasst habe. Sie hatten alles. Sauberen Lebensraum, grenzenlose Macht, Bewegungsfreiheit. Aber es hat ihnen wenig genützt. Die Plage. Ich erinnere mich jetzt. Alle starben und sie dachten, sie stünden über allem. Sie taten nichts, um uns zu helfen. Ich sah zu, wie meine Familie starb. Ich fühlte mich hilflos. Ich konnte nichts tun, um sie zu retten. Aber dir kann ich noch helfen.
Wir können immer noch da draußen... nach draußen gehen. Gemeinsam. Ich werde die Erinnerung an die Menschheit und die Menschen, die ich geliebt habe, in mir tragen. Die Story wird echt immer deeper und immer mehr herunterziehend. Wow. Ja, strong. Jetzt habe ich die Macht. Schade. Ich würde alle freilassen. Oh, hier können wir was machen. Was inspizieren. Das ist der. Der Hauptcomputer. Oh yeah. Dem Großrechner nachzuurteilen war schon seit Jahren niemandem mehr hier. Die ganze Stadt steckt in einem Abriegelungszyklus aus längst vergangenen Zeiten fest. Wenn wir ihn deaktivieren, sollten wir die Stadt verlassen können. Wir müssen den Rest dieses Systems online bringen. Diese Computer enthalten die Daten, die wir brauchen. Wir müssen sie einschalten. Während du das tust, suche ich nach Passwörtern und verschlüsselten Codes, um in das System zu gelangen. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie lange das Game ab diesem Punkt hier noch geht. Deswegen, mache ich hier das richtig? Ich mach mal alles an. War das schon alles? Nein. Können wir mal kurz sagen, dass die Tastaturen mal wieder geisteskrank witzig aussehen? Es klappt! Gut gemacht, mein Freund. Ey, legit, ich wusste nicht, dass das des Rätsels Lösung ist. Ich hab's gefunden. Ich weiß, wie man die Stadt öffnet. Aber irgendwas stimmt hier nicht. Warte, vielleicht lässt sich das umgehen. System is locked. Da, das ist die Arbeitsstation, um die Stadt zu öffnen. Aber es gäbe Sicherheitssysteme, die uns daran hindern, sie zu nutzen. Jetzt müssen wir das tun, was wir am besten können. Ich hacke mich in die Rechner und du machst ein paar Sachen kaputt. Das ist eine Unterstellung. In welche Rechner? Nur als Frage, in welche Rechner? Da vorne. Da ist was. Das sieht zart aus. Da ist dieses Locked-Symbol. Oh, aber hier unten können wir was machen. Los, zack. Oh, sorry. Da bin ich gegen die Maus gekommen. Und da wird zerrissen. Bitte niemals an offene Kabel fassen. Hacken. Ha! Perfekt. Das System braucht mehr, als ich erwartet habe. Ja. Oh nein, wir müssen weitermachen. Das dachte ich mir. Wo ist der nächste Computer? Hello? Ich kann hier nicht raus. Ich kann nicht raus. Das heißt, alle Computer... Da hinten ist einer. Warte, da werden wir immer langsamer, wenn wir zu nah an diese Dinger kommen. Ich sprinte. Wo muss ich hin? Dahin, dahin. Ich beeile mich, bevor irgendwas passiert. Hacken. Let's go. Mach dir keine Sorgen. Ich kann mich wieder aufladen, sobald die Arbeitsstation geöffnet haben. Okay, wo ist das letzte? Da. Wie komme ich da hoch? Hier hoch? Ja, und dann hier rüber. Aber ich muss doch irgendwo vorher erst was aufmachen. Hier. Okay. Ich glaube, da wäre ich auch so hingekommen. Und zerstören. Hacken.
ich glaube, dieser kleine Körper ist erledigt. Ist schon gut. Das wird schon wieder. Trag mich einfach zur Arbeitsstation. Wir können den Alarm ausschalten. Ich weiß nicht, ob das so einfach ist. Das klingt zu schön, um wahr zu sein. Das war's. Wir sind in Sicherheit. Hör zu. Ich habe was zu sagen. Ich wusste, dass die Energie zur Deaktivierung der zentralen Kontrollsysteme der Stadt nötig war, immens sein würde. Mehr als dieser Thronkörper zu verkraften mag. Aber da das Sicherheitssystem nun deaktiviert ist, kann ich die Kontrolle über das System übernehmen und die Stadt öffnen. Wenn ich das System außer Kraft setze, könnte meine Software beschädigt werden. Aber ich habe mich dazu entschlossen, als ich mich in den ersten Computer einlinkte, samt allen Konsequenzen, die das haben könnte. Es tut mir leid, Außenweltler, dass wir die Außenwelt nicht gemeinsam sehen werden. Ich dachte, ich müsste die Erinnerung der Menschheit bewahren, um an die Vergangenheit festzuhalten. Aber ich sehe eine Zukunft in den Gefährten und dir. Komm, lass mich dir das abnehmen. Du warst mein Freund. Das Beste, was ich mir hätte wünschen können. Ich danke dir. Ich werde dich vermissen, alter Freund. Aber ich glaube, wir müssen weiter. Denn hier öffnet sich gerade der Weg für 10.000 Leute in die Freiheit. Das ist ein bisschen low-poly da unten, egal. Oh mein Gott, ihr könnt doch nicht bei so einem Spiel sowas Emotionales raushauen. Hört doch auf mit sowas. Muss ich raus? Ja. Ich lasse die Facecam mal weg jetzt, um den Moment nicht kaputt zu machen. Ich schätze, wir haben es geschafft.
Wow. Wirklich von vorne bis hinten einfach nur wow. Dieses Spiel hat mich in jeder Hinsicht komplett überwältigt. Es ist einfach mal wieder skandalös, was hier auf die Beine gestellt wurde. Vor allen Dingen von einem nicht wirklich großen Studio, soviel ich weiß. Annapurna Interactive ist nicht das größte Studio. Im Übrigen, das sind auch dieselben, die Donut County gemacht haben. Also falls ihr mehr... Es hat jetzt nichts mit dem Spiel zu tun, aber falls ihr mehr von denen sehen wollt, checkt auf jeden Fall mal, mal bei mir in den Playlists ab. Das haben wir nämlich auch schon gespielt, ist noch gar nicht so lange her. Und dieses Spiel ist eine 9 von 10. Es ist skandalös krass. Wirklich, alles an diesem Spiel überzeugt mich. Warum nur eine 9 von 10? Wir fangen erstmal mit den positiven Aspekten an. Wir fangen mit dem offensichtlichsten an und das ist die Grafik. Grafisch die Meisterleistung des Jahrtausends. Dieses Game läuft flüssig. Gut, wir hatten in den letzten Folgen 2-3 Mal Probleme. Aber dieses Game läuft größtenteils flüssig. In 4K, 60 FPS, wahrscheinlich auch mehr. Technisch ist dieses Game on point. Einfach krass. Story. Ja, was soll ich sagen? Die Story ist halt wild. Wir als Katze fallen beim Spielen in eine Welt unter der Erde, finden heraus, dass es diese Welt überhaupt gibt und helfen dann mit extrem krassen Wendungen etc. helfen wir diesen Bewohnern wieder an die Oberfläche zu kommen. Durch Verfolgungsjagden, wie in der letzten Folge, durch Rätsel, durch Sachen suchen, durch sich mit Leuten unterhalten. Es ist wirklich krass. Und es gibt so viele kleine Quests, wenn ich das richtig gesehen habe. Also viele Dinge, die wir zum Beispiel gar nicht erkundet haben, gibt es noch. Es ist krass. Und im Endeffekt helfen wir einer Gemeinschaft, die unter der Erde gefangen ist, wieder an die Oberwelt zu kommen. Und das ist halt einfach eine krasse Story. Am Schluss emotional geworden, als B12 oder B12 gestorben ist. Sehr gut, nochmal eine emotionale Schiene mit einzubringen, dass das Spiel nicht einfach nur ist, ja, irgendwelche Roboter und du befreist sie. Deswegen dafür auf jeden Fall noch ein Pluspunkt. Emotionalität sehr, sehr wichtig in Videospielen. Sonst gibt es zur Story eigentlich nicht mehr zu sagen. Kommen wir. Also Story 5, Grafik 4. Nee. Story 10, Grafik 9. Nee, Grafik auch 10. Grafik ist schon strong. Grafik 10. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der nur 9 Punkte bekommt bei mir. Deswegen ist nachher auch keine 10 von 10 ist. Denn, ich sag mal, 8 Punkte ist das Game Design. Das, also wie man das Game an sich zockt. Dazu zähle ich unter anderem, dass man jedes Mal A drücken muss, wenn man auf eine Plattform hoch oder runter will. Was halt schon etwas umständlich ist, anstatt einfach einen Springknopf einzubauen, den man halt immer drücken kann. Klar, es ist gut gelöst. Ich weiß auch nicht, wie man es hätte anders lösen können. Aber ist manchmal ein bisschen nervig. Und das Anvisieren hatte ich manchmal ein Problem. Ich bin daneben und bin dann anstatt weiter nach oben, nach unten gegangen. Und ich würde sagen, das ist halt nochmal ein Punktabzug. Aber im Großen und Ganzen eine 9 von 10 und damit eines der besten, storytechnisch besten Videospiele, die ich in den letzten Jahren gespielt habe. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr euch das Ganze hier angeguckt habt. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn euch das gefallen hat. Abonniert den Channel und unten in der Videobeschreibung gibt es einen Link zu Instagaming, falls ihr das Game etwas günstiger auch haben wollt. Ich wünsche euch noch was. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.